Guten Tag. Dankeschön, danke. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolle rückwärts. Heute würde ich mal sagen, keine Schauspielerin wurde in Deutschland je so verehrt wie Zara Leander. Sie war mondän und skandalös, exzentrisch und frivol. Und als Star der Ufer wurde sie in Kriegszeiten zur Legende. Dieses Jahr wäre Zara Leander 90 Jahre alt geworden. Rolle rückwärts erinnert heute mit den schönsten Filmausschnitten an die große Diva des deutschen Kinos. Außerdem gibt es immer wieder Fundstücke aus dem Fernseharchiv, auch heute, die Sie sich gewünscht haben. Stars sind unsterblich, denn auch wenn ihr Glanz schon verblasst ist, ein Stück bleibt von jedem Star zurück. Den folgenden Ausschnitt aus dem Showmuseum, den hat sich Angelika Hüller aus Köln gewünscht. So bleibt von jedem Star was zurück, was für ihn typisch ist. Vielleicht bleibt auch von uns mal ein Stück. Von uns? Du Optimist. Wieso? Deine Brille. Deine Schulden. Aber Ralf, doch wohl nicht hier. Vielleicht bleibt auch was anderes von dir und mir als Souvenir. Souvenir wofür? Naja, für Showmuseum, wo man solche Dinge sammelt. So manche sind noch frisch, doch manche sind schon vergammelt. Schau hier, das Drohdach von Maurice, dem alten Schäker. Und hier, wie süß, der Obstbikini von der Baker. Und Satch muss auf mich lappen. Der musste ihm stets zur Hand sein. Von wem sind die Attrappen? Die Dame will nicht genannt sein. Na gut, dann weiter. Was hast du mir noch zu bieten? Requisiten aus 10 Jahren deutscher Show in der Abteilung Nummer 2. Dort liegt von Zara die Brille der Puder. Und hier ein Ohr von Mike Molto, der Maus. Was gibt es von der Valente? Dem Bruder. Und das? Sind Hosen von Peterchen Kraus. Vom Dietmar Schönherr stammt wohl das Benimmbuch. Und von der Dietrich die Schecks für den Sex. Doch was ist das? Ramses Spray gegen Stimmbruch. Ah, und das? Der Paprika Marika Röx. Bam, bam. Da, wo man hinschaut, Souvenirs, Souvenirs. Das war ein Besuch im musikalischen Andenkenladen von Ralf Bendix und Peter Garden. Und die dunkle Sonnenbrille und diese kleine Puderquaste da eben, die gehörten der großen Zara Leander. Mit 10 Filmen wurde die Leander in den 30er und 40er Jahren die Traumfrau der Deutschen. In den Filmateliers der UFA machte man aus der schwedischen Schauspielerin die Primadonna des Dritten Reichs. Die Premieren ihrer Filme, ja, die glichen richtig einem Staatsakt. Und sie wurde die höchstbezahlte Schauspielerin. Denn sie war der funkelnde Stern in einer finsteren Zeit. Man fürchtet, ich könnte die behüteten Nippen im Spielsalon oder im Himmelbett treffen. Ich könnte sie verführen mit tausenden Listen zu etwas, was sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, sir. Yes, sir. So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleib ich. Yes, sir. Das Publikum der deutschen Kinos verführt von einer Schönheit aus Schweden. Mit 22 begann Zara dort ihre Karriere auf der Bühne und im Film. Sie bezaubert als Revue-Girl und als Hexe. Nach der Operette Axel vor der Himmelstür in Wien und Premiere, dem ersten deutschsprachigen Film, wird sie 1937 zum Star der UFA und zur Königin der Schallplatte. 23 Millionen Mal verkauft sich allein dieser Filmhit. Ach, der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Herzen, das mir fehlt. Der Wind.
Mit 800.000 Reichsmark Jahresgage ist sie bald die bestbezahlte Diva Deutschlands. In ihren Rollen aber hat sie stets mit einem tragischen Schicksal zu kämpfen. Um Gerechtigkeit, um Glück. 10 Filme lang als Königin und als unschuldig verurteilte Gefangene in Europa, in Amerika und Australien. Ich hab's nicht mehr aus. Leid und Leidenschaft, beides zusammen macht die Leander erst aus. Ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Doch auf den erotischen Blick der kurzsichtigen Zara müssen die Deutschen ab 1943 verzichten. Denn anders als bisher soll ihre Gage nicht mehr in schwedischen Kronen bezahlt werden. Ein Landgut in Ostpreußen und die deutsche Staatsbürgerschaft lehnt sie ab. Zara Leander zieht sich nach Schweden zurück, auf ihr großzügiges Gut in Lönö. Erst 1950 gibt es ein Wiedersehen auf der Leinwand und auf Konzerttourneen mit ihren unvergessenen Liedern. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Für die UFA und für die Nazis war Zara Leander unbezahlbar. Das, was sie im Kino spielte, gefiel Millionen, weil es ihnen ein Glück versprach, das die Menschen selbst nicht hatten. Draußen vor den Toren des Filmgeländes in Potsdam-Babelsberg fiel Deutschland in Trümmer. Zara Leander aber sang, davon geht die Welt nicht unter oder ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Zara Leander spielte wie kein anderer Star die großen Gefühle. Am besten gelang ihr das 1938 im Familiendrama Heimat. Im folgenden Ausschnitt, das ist übrigens ein Wunsch der Familie Steffen aus Wolfsburg, da sehen Sie Heinrich George als strengen Vater Leopold von Schwarze und Zara Leander als seine verlorene Tochter Magda. Ich will die Wahrheit wissen! Die ganze Wahrheit, ja. Also bitte! Ich will dir alles erzählen. Bitte setz dich. Ich stehe! Papa ist jetzt oben bei Magda. Mhm. Er hat sich schrecklich aufgeregt. Und? Er hat mir damals geholfen. Und? Ich habe ihn geliebt. Und? Ich habe ein Kind. Du hast uns verraten. Du hast den Rock deines Vaters beschmutzt. Du hast die Zucht und die Ordnung, die ein unverrückbares Gesetz in diesem Hause sind, verachtet. Es gibt nur ein Gesetz für mich. Die Ehrlichkeit meines Gefühls, die Treue zu mir selbst. Ein sehr bequemes Gesetz. Was weißt du davon, wie streng und wie unbequem dieses Gesetz ist? So, und es spricht dich frei, dein Gesetz, wie frei von aller Schuld. Aber es hat mir geholfen, fertig zu werden mit der Schuld. Gratuliere. Und damit denkst du, ist alles wieder in Ordnung, wie? Ich werde noch heute Ilmingen verlassen. Das ist keine Lösung. Du wirst Ilmingen nicht eher verlassen, bevor dein Kind nicht den Namen seines Vaters trägt. Dazu kannst du mich nicht zwingen. Es geht nicht mehr um dich. Es geht um dein Kind. Es geht um mein Leben. Zara Leander hielt sich selbst nie für eine große Schauspielerin. Viel lieber sang sie mit ihrer tiefen, erotischen Stimme und dem rollenden R. Da wurden ihre Chansons zu Schlagern und dann zu Evergreens. Im Berliner Lokalanzeiger war über die große Schauspielerin, über die große Leander mal zu lesen, über allem aber liegt der Glanz einer Stimme. Sie ist so berauschend wie dunkler Wein. Sie kann so wuchtig klingen wie der Ton einer Orgel, so durchsichtig scheinen wie Glas, so tief wie Metall. In dieser Stimme ist alles. Der Jubel, das Glück, des Lebens trunkene Melodie und sein wilder Schmerz. 1938 spielte Zara Leander in Der Blaufuchs, eine lebenslustige Ungarin an der Seite von Willy Birgel und Paul Hörbiger.
Die Komödie jedoch fiel beim Publikum durch. Dieses sah die Leander viel lieber in dramatischen Rollen. Aber das Lied, das Zara Leander in Der Blaufuchs sang, das wurde einer ihrer größten Hits. Kann denn Liebe Sünde sein? Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst vor Glück? Kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen, dazu ist sie ja da. Hallo, gnädige Frau, hierher singen, hier ist die Sünde. Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wär, so wär's mir real. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Kann denn Liebe Sünde sein? Rolle rückwärts, Zuschauerin Sibylle Hassing aus Berlin wollte dieses Zara Leander-Lied gerne noch einmal hören und wir haben ihn ebenso gerne erfüllt, diesen Wunsch. Nach dem Krieg konnte Zara Leander nie wieder an ihren großen Filmruhm oder an ihre Erfolge als Sängerin anknüpfen. Ihre großen Auftritte fanden auf immer kleineren Bühnen statt. Erst nach ihrem Tod 1981 wurden der Pomp und die Extravaganz der Zara Leander wiederentdeckt. Und heute, da ist sie Legende, oft kopiert und parodiert, aber nie erreicht. Vielleicht war sie ja wirklich keine allzu gute Schauspielerin. Aber als die große Dame Zara Leander war Zara Leander die Bestbesetzung. Und für die allerbesten Darsteller aus Film und Fernsehen gibt es ja seit 1948 schon in Deutschland einen besonders begehrten Preis, das Bambi. Und aus diesem Archiv zeige ich Ihnen nun eine echte Rarität. Die feierliche Bambi-Verleihung 1961. Auch das Bambi hat sich vervielfacht. Aus einem steinernen Reh wurden viele goldene und silberne, alle gleich, aber jedes hat eine andere Bedeutung. Ein ganzer Wurf wartet auf seine große Stunde. Einen silbernen Bambi für besondere künstlerische Leistung eines Nachwuchsschauspielers erhält der 29-jährige Helmut Griem für seine allererste Filmrolle als Oberleutnant in Fabrik der Offiziere. Deutscher Publikumsliebling Nummer 1, Otto Wilhelm Fischer. O weh zum sechsten Mal. Die Siegerin, im deutschen Reich der Fantasie, Geburtstagskind Ruth Leuwerig, nimmt ihr viertes Goldreh mit nach Hause. Der beliebteste Ausländer filmt pausenlos in Hollywood. Rock Hudson überlässt auch seinen zweiten Bambi seiner Mutter. Als Mutter bin ich sehr stolz, für meinen Sohn diesen wunderbaren Preis entgegenzunehmen. Vielen Dank. Ein Bambi zieht weitere nach sich, das scheint die Regel. Demnach ist Sophia Loren die Ausnahme. Nach erbitterten Lokalkämpfen zu Hause hat sie nun ihrer Landsmännin, der viermaligen Bambi-Siegerin Gina Lollobrigida, auch beim deutschen Publikum den Rang abgelaufen. Kein Wunder, denn sie scheint Spaß zu verstehen. Mi dispiace, ma io non parlo tedesco e c'è stata una signora molto gentile che ha scritto delle frasi per me in tedesco che spero di leggere senza accento. Eh? Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Bambi. Deutschland hat mich immer sehr freundlich aufgenommen. Leider kann ich Ihnen auf Deutsch nicht alles sagen, was ich möchte. Aber eines sage ich Ihnen aus ganzem Herzen. Danke. Dankeschön. Das kürzeste Grußwort findet Gerd Fröbe. Ein paar Worte vielleicht. So schwer, ich weiß. Ja, ich halte es mit dem schönen Wort. Handle Künstler, rede nicht. Bis zum Wiedersehen im nächsten Jahr verläuft sich die Filmfamilie in alle Winde. Die Stars in die Ateliers
Und, so hoffen die Produzenten, das Publikum in die Kinos. Also, das waren Stars und viel Glamour aus dem Jahr 1961. Preise gibt's nicht nur beim Film. Einer der größten Musikwettbewerbe stand in der Gunst des Publikums lange, Sie wissen es, ganz weit oben und Sie wissen, was ich meine. Allemagne, 12 Points, Deutschland, 12 Punkte, der Grand Prix Eurovision de la Chanson. Ja, und heute wollten wir von unserem Studiopublikum wissen, wann fand denn dieser Schlagerwettbewerb zum ersten Mal statt? Und deshalb habe ich vor der Sendung diese Karten hier an unser Publikum verteilt. Mögliche Lösungen waren 1952, 56 oder 61. Ich höre auf Zuruf, wann war's? 56, so ist es. Können Sie zusammen, mhm. Sie beide? Ja. Ja. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie jetzt trenne und mich von Ihnen ein bisschen abwende? Also, dann dürfen Sie ziehen, unseren heutigen Sieger. Vielleicht ziehen Sie ja ihn. Na, vielleicht doch. Lapus Magdalena. Aha, Sie lachen, kennen Sie die? Ja. Wo ist die Magdalena? Magdalena, herzlich willkommen. Sie gehen zielrichtig an den völlig korrekten Platz. Noch einen Meter vor und dann sind wir da in voller Schönheit. Genießen Sie Ihren Auftritt, denn Sie haben gewonnen, zweierlei. Einmal, das ist die Musik zu unserer Sendung, die Rolle Rückwärts-CD mit den schönsten Melodien aus unseren Sendungen. Etwas für ruhige und schöne Stunden. Unsere Zuschauer können das auch haben, müssen dafür aber ein bisschen was bezahlen. Oder anrufen und sich diese CD bestellen. Die gehört schon mal Ihnen. Danke. Und dann wissen Sie, von unserer Rolle Rückwärtswand kommt Ihr Überraschungsfilm jetzt. Sie sehen drei Begriffe, die beginnen jetzt zu blinken. Mhm. Show, Info und Sport. Und sobald Sie Stopp sagen, hält das Licht an. Also? Stopp. Information. So, jetzt haben wir hier fünf Jahrzehnte wie gehabt. Auch die blinken, sobald sie Stopp sagen, hält das Licht an. Und dann sehen wir den Überraschungsfilm aus dem entsprechenden Jahrzehnt. Stopp. Die 80er. Have this woman to thy wedded wife. Charles Philip Arthur George, willst du diese Frau zu deiner angetrauten Gattin nehmen und mit ihr zusammen nach Gottes Gesetz im heiligen Stand der Ehe leben? Willst du sie lieben, sie trösten, sie ehren und halten in Krankheit und Gesundheit und alles andere verlassend zu ihr halten, solange ihr lebt? Ich will, antwortet der 32-jährige Thronfolger. Es folgt die gleiche Frage an die Braut. To live together according to God's law in the holiest state of matrimony. Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live. I will. Die Fahrt durch London, ein Triumphzug. Der Prince of Wales wirkt nach seinem Polterabend, den er mit einem riesigen Feuerwerk begangen hat, kein bisschen müde und strahlt über die Zuwendung seiner Landsleute, unter denen angeblich auch 20.000 königstreue Punker sind, über beide Backen. Sichtlich genießt er die Hauptrolle, die er heute zu spielen hat. Denn bis er Charles III. Und damit König sein wird, dauert es sicher noch lange. Denn in England räumt kein König vor seinem Tod den Thron und die Queen erfreut sich bester Gesundheit. Da war die Welt noch in Ordnung. Es war die Traumhochzeit des Jahrzehnts. Als Lady Diana Spencer und Prinz Charles am 29. Juli 1981 heirateten, da war fast 1 Milliarde Menschen vor dem Fernseher Trauzeuge. Bei der Scheidung 1996 waren nur noch die beiden Anwälte mit dabei. Post habe ich bekommen, denn die Rolle rückwärts Zuschauer, zwei sind es diesmal, Margit Seibt aus Wunsdorf sowie Horst Zinke aus Leipzig, die wünschen sich beide ein Wiedersehen mit dem ostdeutschen Fernsehliebling Helga Hahnemann. 20 Jahre lang war Henne, wie sie liebevoll genannt wurde, als Entertainerin in der DDR die Nummer 1. Genauso wie jetzt im Duett mit Karel Gott. Wenn er jetzt kommt, mir zu Whisky mit Sofa einlädt, naja, was Dümmeres fällt da den Männern nicht ein, war, wenn sie so einen steilen Zahn wie mir sehen. Dann werde ich sagen, na, nicht so stürmisch, Sie kleiner Wüstling. Vor Ihnen steht schließlich eine extraordinäre Dame. Hoffentlich will er nicht die Nacht mit mir verbringen. Naja, der weckt noch nie mehr los. Ja, wen sehe ich denn da?
Sind Sie vielleicht die ältere Dame, die mich gewonnen hat? Ich weiß nicht. Im Moment verliere ich, glaube ich, gerade das Bewusstsein. Oh, oh, aber, ich dachte, wir werden ein bisschen zusammen singen. Oh ja, es ist wahr. Wir sind nun ein Paar. Sogar das Adlershof erfahrt Fernsehen, Traumliebespaar. Sie ist schön verrückt. Oh. Und er ist mein Tick. Als wir uns in Wurzeln trafen, machte es Klick. Dein struppiges Haar und dein großer Mund. Oh Baby, jage mich nicht fort wie einen Hund. Oh, ich bin doch nicht doof. Ich wirste nicht los. Nee, so schnell fällt einem schließlich ein Gott doch nicht in den Schoß. Wie ein Ei dem Ei. Gleich sind wir uns alle zwei. Nun ziehen wir durchs Land, nur Hand in Hand. Und wenn wir uns die Treue schwören, lacht man sich krank. Noch nie gab's in Prag. Oh. Schöne Schnulze zu sehen. Die Ur-Berlinerin Helga Hahnemann und die goldene Stimme aus Prag, das war ein Ausschnitt aus der Karel-Gott-Show von 1979. Tja, möchten Sie auch gerne Ihre ganz persönliche Lieblingsszene aus dem Fernseharchiv noch einmal wiedersehen? Kein Problem. Ich lese nämlich Ihre Wünsche von Ihren Postkarten ab. Sie müssen nur schreiben. Adresse wird eingeblendet. Zahlen sind unser halbes Leben. Und wem 8x4 zu wenig ist, um den ganzen Tag in Form zu bleiben, der zählt auf 4711. 4711, echt Kölnisch Wasser, gehört zum Wagen wie Schlüssel und Papiere. Es geht doch um Ihre Sicherheit. Denken Sie darum rechtzeitig an die Parkpause mit 4711. Das weckt die Lebensgeister und Sie bleiben munter am Steuer. 4711 zur erholsamen Rast. Nach dieser belebenden Erfrischung greift jeder gern. Und jetzt kann man sich noch mehr auf neue Eindrücke freuen. 4711 in jeder Reisetasche. Sie werden diese Belebung unterwegs brauchen. Und auch andere werden Ihnen dafür dankbar sein. 4711 bei Luftreisen. Wer viel fliegt, weiß die Hilfe von 4711 echt Kölnisch Wasser besonders zu schätzen. Für alle, die froh und unbeschwert reisen wollen, ist 4711 immer dabei. Eine kleine Flasche mit großer Wirkung. Von der Kölner Glockengasse aus wurde 4711 als Kölnisch Wasser eine Duftmarke von Welt. So, und das war schon wieder fast eine halbe Stunde mit den schönsten Erinnerungen aus dem Fernseharchiv. Eine Rolle rückwärts gibt's noch, die letzte Rolle rückwärts heute. Bestimmt mein Studiopublikum, bitte nehmen Sie dazu Ihre Wahlbox zur Hand. Und sobald Sie wieder mit den Köpfen oben sind, schauen Sie auf unsere Rollrückwärtswand. Da sind nämlich die Titel, die drei, die heute zur Auswahl stehen. Nummer 1, Hervé Villard und Capri, c'est fini. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Das ist die Nummer 2, Cory Brocken mit So ist die Liebe, mon ami. Nummer 3 kennen Sie, Mina und Heißer Sand. Und Sie entscheiden jetzt, welchen Titel wir zuletzt hören und sehen. Bitte drücken Sie jetzt den entsprechenden Knopf. Sie hatten die Wahl und hier kommt die Entscheidung. Das ist ja schon entschieden. Wir warten bloß noch auf die Prozentzahl. 77% für Mina. Eine gute Wahl. Ich hoffe auch für Sie. Heißer Sand. Das ist unsere letzte Rolle rückwärts für heute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Heißer
Die Rolle Rückwärts-CD und die Uhr zur Sendung können Sie im Handel kaufen oder im BR-Shop telefonisch bestellen. Telefon 089 99 15 17 19.